Also als erstes haben wir die Gesetze aus der API genommen, haben die dann aus dem Johnson in HTML praktisch übersetzt und haben die dann auf der Webseite anzeigen lassen. Genau. Genau, dann zeigen wir jetzt die Webseite her, also eine Demo. Genau, man ist auf der Startseite und drückt jetzt einfach mal auf Start. Dann bekommt man verschiedene Fragen gestellt. Wen betrifft es? Betrifft es einen Gegenstand oder einen Menschen? Wir nehmen jetzt beispielsweise haft mal Menschen. Genau, was ist passiert? Sind wir verletzt, beleidigt oder zum Beispiel betrogen worden? Man kann das natürlich dann noch ergänzen. Wir nehmen jetzt mal Verletzung. Genau, dann fragen wir uns, wie ist das passiert? Sind wir überfahren praktisch worden? Wurden wir erstochen oder erschossen? Dann nehmen wir jetzt mal ein Auto, hat uns überfahren. Dann lädt das kurz und hier können wir uns dann das zu dem passende Gesetz anzeigen lassen. Genau, da sehen wir das und dann kann man das zum Beispiel bei Gerichtsverhandlungen verwenden. Unsere Visionen. Als nächstes stelle ich euch unsere Visionen vor. Also, wenn wir an dieses Wochenende mehr Zeit hätten, dann würden wir eine vollständige Gesetzbibliothek mit Erklärungen noch hinzufügen und ein Online-Forum programmieren, damit sich Menschen gegenseitig helfen können. Wir würden uns auch darum kümmern, dass die Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen im Gericht abgeschafft wird. Nein, also ja, so eigentlich schon. Und dann würden wir es natürlich auch veröffentlichen. Also das war's von uns. Ich bedanke mich nochmal bei unseren Mentoren Felix und Torben. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja. Danke euch. Kommt zu mir, nehmt den Laptop mit, macht Platz für die nächste Gruppe. Noch eine kurze Frage. Wer von euch, weil ihr euch dieses Projekt ausgesucht habt, wer von euch war schon mal vor Gericht? Also, diese Informationen würden wir gerne bei uns halten. Wie seid ihr denn, aber das noch vielleicht als Gruppe, ihr seid eine große Gruppe, ihr musstet euch mit einem großen Thema auseinandersetzen. Wie kam die Idee zustande, dieses sehr juristische Thema anzugehen? Ja, also zuerst hatten wir eine ganz andere Idee, etwas mit Aktien und so, irgendwelches langweiliges Dings. Mit Dann Aktien. haben wir einfach gebrainstormt, dann haben wir herausgefunden, dass wir ja, so eine Lücke halt haben in der Gesellschaft, dass wir so eine App noch nicht zu dass so eine App noch nicht existiert. Großen Respekt davor, ihr seid eine große Gruppe, ihr musstet euch wahrscheinlich viel einigen und absprechen und ich bin beeindruckt von dem, was ihr auf die Beine gestellt habt. Euer Applaus. Danke euch. Dankeschön.